So, die nächsten Spiele beginnen auch wieder jetzt an meiner Seite. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Nico Sombert und Kramer habe ich noch gehört. Der Vorname war? Philipp. Du spielst in Sigelko und du spielst beim SV Suko. Aber ihr lauft unter den Namen Pädagogin. Ja, schön, dass ihr dort seid. Und ihr wart letztes Jahr im Finale und das wollt ihr dieses Jahr auch wieder erreichen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Also unsere Ambitionen sind ja immer, Spaß steht im Vordergrund. Den Ball laufen lassen, kein Geruppel, ist ja alles für einen guten Zweck hier heute. Ne? Ja, letztes Jahr waren wir im Finale, wie gesagt. Leider 7-0 verloren, glaube ich, gegen Pambo. Knapp, ja. Na, auf jeden Fall, unsere Ambitionen sind erstmal weiterkommen. Finalgruppe haben wir schon gesehen. Wenn wir weiterkommen als Gruppenerste, haben wir Bremen, Erfurt und Pambo. Bremen, Erfurt. Ja, das erste Spiel 3-3, unglücklich, muss ich sagen. 3-1 geführt gegen Neumühle. Zum Schluss gepennt, weil jeder sein Tor schießen wollte. Das zweite Spiel gegen Lulu Grabo. Ja, Lulu Grabo 10-1. Da haben wir mal gezeigt, was wir können. Oh. 10-1 gewonnen. Gegen Landesligisten. Genau. Knapp, aber auch, gell? Und eben das dritte Spiel, leider göttlich. Glücklich, unglücklich. Unglücklich. 3-2 verloren. Aber da ist noch einiges drin jetzt, ja? Tabellarisch. Ja. Da ist ein Christian Donner zum Beispiel, ne? Kennt ihr den noch? Ja. Aber mal eine Frage, Pädagogenclub. Wie ist es dazu gekommen, oder, dass ihr euch gegründet habt? Also letztes Jahr war es eine Sensation, sag ich mal, jedenfalls für SN-Sportteam. Ja, wie habt ihr euch gegründet und warum? Ja, fangen wir an. Wir hatten seit 3-4 Jahren die alljährlichen, ja, das war schon Kulti Pädagogen Donnerstage, haben wir das genannt. Da haben sich die Erzieher dann getroffen und ja, so Klatsch und Tratsch, sich ausgetauscht, mit sich angesessen, gelacht, haben uns mal eine Runde Poker gespielt. Und dann hieß es irgendwann, ja, vor ein bisschen über einem Jahr, es kommt das erste DKNS Hallenmasters. Und da saßen wir beide zusammen. Und dann hieß es, es wäre doch geil, wenn man so eine kleine Erziehertruppe irgendwo auf die Beine stellt. Ja, so hat sich das dann ergeben. Wir haben so ein bisschen rumgefragt und haben uns dann noch ein bisschen bestärkt mit Spielern von Suko. Von auch ein paar haben wir noch welche und auch von SV Suko. Kriwitz. Kriwitz haben wir jetzt dieses Jahr auch neu bei unserem Trupp und von Nico Schwerin. Auch schon, ja, wir haben ja teilgenommen bei Battle of the Balls letztes Jahr. Auch. Nennt man vielleicht ein paar Namen hier, wer so. Ja, wir haben. Welche Vereine wo spielen? Also ich und Richard Decker spielen beim SV Suko. Dann Philipp Kramer, sein Bruder Fabian Kramer, Daniel Stenzel kommen vom SV Sigelko. Dann haben wir Manuel Even von der SG, von der Einheit von Kriwitz. Dann haben wir Bastian Luther Schlenker von SV Auffahrt Parchim. Henrik Hopp auch noch vom SV Auffahrt Parchim. Ja, kann heute leider nicht mitspielen, hat Knie kaputt. Genau. Ist heute manchmal mit Heuer dann wahrscheinlich. Genau. Und dann haben wir noch Krischi Wals vom PFC. Und Max Schlüder von Max Schlüder von FCL. Genau. Ob was, muss ich mal so sagen, wie oft trefft ihr euch im Jahr oder wie läuft das? Macht ihr nur Hallenturniere oder macht ihr auch nachher, wenn draußen irgendwas ist? Hier zum Beispiel das Freizeitturnier, Meslin oder so? Naja, wie gesagt, ja genau. Battle of the Balls waren wir letztes Jahr das erste Mal dabei. Vorrunde, erste abgeschnitten. Finalrunde war dann nachher unglücklich. Wir leider nicht für uns. Aber wir haben einstelligen Tabellen, ich glaube, 8er wurden. 8er wurden wir, ja. Nachher auf Platz 7, 11 Meter schießen passieren. Souverän alle drei verschossen. Ja, das ist Fußball, ne? Ja, also wir haben Spaß. Wir haben da, glaube ich, mit das beste Camp gehabt. Ne? Wir haben auch immer unsere Edelfans dabei, die machen mehr gut Stimmung, unterstützen uns gut und zaudern mir ganz gut hin. Welche Bedeutung hat das jetzt DKMS-Turnier? Habt ihr auch eine Verbindung sicherlich hier zu Steffen und so? Gibt es da irgendwie, warum ihr euch dort... Ja, erstmal ich, weil ich ja beim SV Suko spiele, weil wir das ja auch mit veranstalten hier sozusagen. Also es läuft ja über Suko halt. Ich meine, das ist ja alles für einen guten Zweck hier. Wir haben uns auch alle schon registrieren lassen bei der DKMS. Also wie gesagt, ne, wenn man helfen kann, kann man helfen. Vielleicht hat man ja so einen Zwillings, wie sagt man, Spender hier, wo man halt... Ja, den man helfen kann, ja. Genau. Ist ja alles. Sucht ihr eigentlich auch, ich würde nicht sagen Nachwuchs, aber Mitstreiter hier für euren Club oder könnt ihr mal ein bisschen Werbung machen? Wir haben auch schon unseren, wenn man das so sagen kann, wir bereiten uns ja immer ein bisschen vor, so auf die Turniere. Zum Beispiel letztes Jahr hatten wir einen Toys R Us Ball. Alle machen sich ja hier wie die Profis mit ABC-Lauf warm und so. Wir bolzen ein bisschen mit unseren Gummibällen rum, machen uns da warm. Heute haben wir einen ganzen Ballsack mitgenommen, haben den blauen Ball, jeder hat unterschrieben. Den haben wir vorne an der Losformulare hingestellt bei Ilka. Ist vom Mannschaftskameraden vom SV Suko die Mutti. Die macht ja die Tomula heute. Und da haben wir unseren Ball hingepackt und wer halt eine Niete zieht, kann dann den Ball von uns gewinnen. Und, oh. Aha.
witzige Truppe auf jeden Fall. Ja. Wir haben Spaß an Erfolg. Wollte ich gerade sagen, wir nehmen das ja alles nicht so ernst, das ist ja alles, ne? Witzig ist auch immer gut, aber dann macht ihr auch viel nebenbei. Nicht nur Fußball, sondern ihr trefft euch ja, so. Ja, definitiv, ja. Zum Schachspielen oder zum Bowling oder... Viele Schweriner. Ja, das läuft. Kommen wir mal nochmal zum sportlichen Singelko. In der Hinrunde, so was ich so beobachtet habe, ich sag's jetzt mal, Überraschungsmannschaft, also ziemlich stark. Wo soll die Reise hingehen bis Ende der Saison für Singelko? Ja, wir setzen uns als Mannschaft eigentlich immer so Top 5. Hätten natürlich jetzt, wenn wir die letzten beiden Spiele gegen vermeintlich Schwache, vielleicht unterschätzt, hätten wir die gewonnen, wären natürlich oben bei gewesen. So, glaube ich, Dritter. Naja, wenn wir da am Ende der Saison stehen, wäre schon schön. Ja, natürlich, ja, die Mannschaft von oben haben wir größtenteils geschlagen und dann die von unten, die vermeintlich schwächeren, haben wir leider vergeigt. Abgekehrt. Ja, und SV Suko, Höhen und Tiefen, gewaltige. So kann man das sagen, ja. Im Moment macht das Dirk Sondermann, ja, unser Torwarttrainer. Der Thies hat ja zur Winterpause aufgehört. Angefangen und aufgehört. Angefangen zum Anfang der Saison, ja. Nein, das ist auch schwierig, ne? Wir hatten alles umgewürfelt, einen neuen Kader zusammen. Ja, was willst du dazu sagen? Ich meine, das Endeffekt war es wichtig, dass wir die letzten drei Heimspiele alle gewonnen haben. Wir haben 9 Punkte eingesackt, können damit mit gutem Gewissen in die Rückrunde gehen. Und ich denke mal, wir haben jetzt wieder 4 Neuzugänge. Ja. Keine schlechten, muss ich sagen. Also es verstärkt die Mannschaft definitiv. Und ja, wir wollen oben mitspielen, keine Frage. Ne? Also denke ich mal, sieht jeder das, der da in der Kreisoberliga spielt. Jeder will oben spielen, jeder will hoch. Wird schwierig, Plate macht einen guten Part jetzt. Könnt ihr noch eingreifen? Ich bin gespannt. Also man muss, ich würde sagen, die ersten 5 Spiele abwarten und dann würde ich sagen, kann man so die Tendenz wieder richten. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr hochkommt, dass man denn. Das war natürlich klasse, ja. Das wäre die nächste Frage. Singelko, Saisonziel am Ende. Und dass wir hochgehen auf jeden Fall. Wir hätten zwar 1, 2, 3, 4. Wir haben vielleicht Lust drauf hätten, aber im Großen und Ganzen führen wir uns in der ganzen Klasse ganz wohl. Und man kennt die Gegner. Also 1, 2 neue von oben, von unten. Macht schon Spaß. Wer wird das Rennen machen bei euch in der Staffel? Was meinst du? Ich glaube, jetzt ist Pampo und Plato vorne. Pampo, ne? Die beiden Randschweriner machen die Tür natürlich auch. Gib mal einen Tipp ab. Ich sag Pampo. Pampo. Meinst du? Oh, Alter. MSV Pampo. Ich sag Pampo. Mit ab und zu mal gespielt mit Spielern aus der ersten, tipp ich mal, wären die schon da. Zwar knapp, ja, Pampo, Plato so. Also Pampo wird. So, und bei euch? Erstmal Suko oder wenn ihr nicht, wer dann? Wenn wir nicht, wer dann? Gute Frage. Ich weiß gar nicht, wer da oben steht, wenn ich ehrlich bin. Das solltest du aber. Das sollte, na ja, gut, einen richtigen Trainer hast du im Augenblick nicht, aber dann die Ohren ziehen. Das kann sein. Also ich weiß nicht. Also wie gesagt, Plate ist für mich jetzt ein ziemlich guter Favorit, muss ich sagen. Aber man muss sehen, ne? Also Fußball ist alles möglich. Ne? Der die Tore schießt, gewinnt. Scheißegal, wie man spielt. Ne? Ansonsten, ich weiß wirklich nicht. Nee, Mahn ist noch richtig fair. Ja. Die haben ja die aus der Landesklasse aufgelöst. Hagenow, nee, obwohl Hagenow ist ja auch. Würzburg 2 ist, glaube ich, noch mit oben, ne? Kann das sein? Ist das die Liga? Ja. Ich weiß gar nicht. Aber du hast keinen Favoriten, ist irgendwo erstmal. Nö, also. Für mich ist alles offen noch. Gut. 12 Spiele noch, ist alles drin. Ja, dann bedanke ich mich erstmal. Ja, die nächsten Gesprächspartner warten schon, aber ja, ich wünsche euch maximale Erfolge. Wir werden das Ding noch rocken. Ja, vielleicht habt ihr dann noch mal ins Finale, aber es wird schwer, glaube ich jetzt. Ne? Ja, denke ich auch. Vielleicht als Gruppenbester der Zweite nachher. Mal gucken. Ja, gut. Dann viel Spaß und schönen Dank. Ja, besten Dank, ne?